Hallo, jetzt mache ich eine kleine Reinigungsprobe in einem Bereich hier mitten im Schnee dieser Winterlandschaft. Ich beginne mit leichten rollenden Bewegungen das Lösemittel aufzutragen in einem kleinen Bereich. Man rollt den Wattestab über die zu reinigende Fläche. Und jetzt sieht man schon, die Watte nimmt den Schmutz auf. Ist auch eine sehr gute Kontrolle, so dass der Restaurator dann sieht, es kommt keine Farbe mit herunter. Ja, das ist eine sehr schöne, sanfte Reinigung. Das Ergebnis ist meines Erachtens sehr gut. In einem zweiten und dritten Schritt wird die gereinigte Fläche mit destilliertem Wasser nachgewaschen, so dass das Ammoniumcitrat runtergewaschen wird. Natürlich kann man jetzt noch mal die entsprechenden Umgebungen nachwaschen, so dass auch mit Sicherheit keine Lösemittelreste auf der Oberfläche verbleiben. Ja, das ist das Ergebnis. Hier ist jetzt noch ein kleiner Schatten, das werde ich nachreinigen, aber so kommt es, dass eben der linke Bereich eine sehr schöne, gereinigte, ursprüngliche Farbschicht zeigt, während hier Nikotin und Verschmutzungen sich auf der Oberfläche abgesetzt haben. Noch zu bemerken bei diesem Gemälde ist, es ist niemals aufgespannt worden auf einen Keilrahmen. Das sind die Spuren der Aufknüpfung sozusagen, wie der Maler das Gemälde auf einen festen Untergrund aufgebracht hat mit Klammern oder eben Nägeln, Polsternägeln oder ähnlichem. Danke.